Und damit herzlich willkommen zurück. Heute bin ich mit Loris Troth am Start. Und zwar deswegen, weil ich heute die Blutpunkte ausnutzen möchte. Ich muss 3 Leute befreien. Das heißt, der Episode 1 LP muss mir immer Bescheid geben, wenn irgendwo einer am Haken hängt. Ich hänge mich einfach 3-mal dahin, dann kannst du mich 3-mal befreien. Ja, nach dem 2. Mal bist du tot, das weißt du, ne? Ich doch nicht. Oder wir machen 3 Runden hintereinander, das kannst du auch. Ja, ich denke mal nicht, dass wir nur eine Runde machen. Oh mein Gott, ich habe jetzt schon einige Tage nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich steuern muss. Warte mal, links oben muss ich bestätigen bei diesen Minispielen, ne? Genau. Eieieiei, ich habe so viel Tomb Raider gespielt in letzter Zeit. Los geht's. Oh Gott. Doch nicht. Gott, oh Gott. Doch, bei mir ist der Balken voll. Ja, voll schon. Ah, jetzt. Backwater-Sumpf, da war ich auch noch nicht. Nicht obwohl, doch, ich habe sie ja auch noch nie gehabt, muss ich dazu sagen. Ich auch nicht. Ich habe ich habe schon so komische Geräusche, scheiße. Ich habe den Killer irgendwo bei mir. Und keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh, es ist nicht gut. Also ich bin auf jeden Fall irgendwo am Rand der Karte ganz alleine. Ah, das ist der Hasenkiller, der Hasenkiller. Wenn ich nicht immer mit dem Killer... Ach, da hinten, die ist im Haus drin. Geh da weg, dann würde ich ja auch wegkommen. Ich würde gerne mal erstmal starten. Oh oh. Ach, da hinten. Scheiße, scheiße. Ich habe diese scheiß Krähe jetzt. Oh ja, ich habe vergessen, dass du dann als Dings hier markiert wirst. Aber hier ist direkt der Ausgang. Hehe. Oh, ich bin sowieso als Erster dran, diese scheiß Krähe. Ich habe hier nichts, wo ich mich rein verstecken kann. Wo ich mich rein verstecken kann. Ich weiß nicht, wo die ganzen... Ich muss erstmal wissen, wo ein Generator ist. Fände ich ja schon gut. Generator ist hier bei mir. Bei dir ist gut. Wo ist bei dir? Das weiß ich nicht. Ich bin irgendwo in der Nähe von der Scheune. Oh, die ist bei mir in der Nähe. Ich bin am Ausgang. Könnt ihr schon mal die Generatoren fertig? Ja, dann bist du eventuell bei mir in der Nähe, oder? Du bist genau an der anderen Seite. Ah, lauf doch, Mann! Scheiße! War natürlich zu blöd, um zu gucken. Ich habe die ganze Zeit auf diesen Dings geachtet hier. Das Problem ist... Ich sehe was. Nein! Nein! Okay. Scheiße! Ja, Gameplayerin! Oh, voll am Ablosen jetzt hier, ey. Ich weiß überhaupt nicht mehr, worauf ich achten muss und nix. einer schleicht bei mir rum. Ich weiß nicht, ob du das bist. Die bringt mich ins Haus, im Keller. Ja, nee, ins Haus oben. Fuck. Die ist jetzt rechts zum Generator gelaufen. Die ist hinter einem anderen her. Aber direkt hier in der Nähe. Also wenn du dich ein bisschen beeilst. Noch lenkte sie ab. Aber ich sollte doch jemanden vom Haken befreien, nicht umgekehrt. Pass auf, die kommt Richtung Haus, unterm Haus. Warte, ich wollte hier... Ich wollte dich gerade befreien. Ja, lass es. Ich lass mal irgendwo hingehen. Ja, renne ich noch weiter weg. Ja, hallo, die ist direkt hier vorne.
Ah, rechts verfolgt die gerade jemanden. Lass uns mal zur anderen Seite. Scheiße. Hier ist irgendwo ein Generator. Den ja, ich direkt höre. Bei uns. Das Problem ist, da verfolgt ja gerade jemanden. Bist du noch da? Ja, ja. Lass uns am besten mal komplett auf die andere Seite gehen. Ja, aber da komme ich ja von da gerade. Sollen wir nicht lieber den Generator da unten mal probieren? Ist sie jetzt weg? Ich mach den Generator jetzt. Weil sonst kommen wir nicht vorwärts. Perfekt. Komm in die andere Richtung, ja. Da hoch. Ich hasse das mit dem Hoch- und Runterstellen hier mit der Kamera. Hier ist ein Generator. Komm mal mit hier rüber. Von rechts kommt auch einer. Oh, da ist auch einer hier von uns. Kommt zu dritt eben schnell. Aber der ist schon ziemlich weit, der Generator. Die hat ja rote Haare. Oh, der eine ist gefangen. Ich wüsste, wo der gefangen ist. Ich sehe nämlich nichts. Sie kommt. Oh. Oh, fuck. Ja, ich bin direkt getroffen worden. Oh, oh, oh. Oh, fuck. Ich opfer mich. Ah, fuck! Nein, jetzt ist sie hinter der anderen her. Ich bin extra hier rumgelaufen. Die ist aber hinter mir her. Nee. Scheiße. Ich soll euch doch befreien! Aber ich bin jetzt eh tot. Ich bin das zweite Mal am Haken. Ne? Scheiße. Mann, dabei habe ich so schön zwei Generatoren gemacht. Nee, bin weg. Ich hänge hier direkt im Haus. Die ist auch direkt bei mir. Ja, die weiß, dass du nicht mehr lange leben. Also nicht mehr viel leben. Die kommt in eure Richtung, glaube ich. Also wo ihr eben wart. Ne, bin tot. Aber ich habe noch 270 Punkte mit Kämpfen. Aber der andere? Nee, der andere ist gar nicht am Haken. Was ist denn mit dem anderen? Hat er irgendwie einen Fluch abbekommen oder so? Boah, das erste Mal mit einem neuen. Immer wenn ich mit einem neuen spiele, verkacke ich beim ersten Mal. Ich weiß auch nicht warum. Die hat aber echt geil rote Haare. Wieso kann ich sowas nicht haben? Oder die hat halt eben Mod drin. Aber da ich so viel gelesen habe, dass du durch Mods... die ist in der Nähe bei dir. Nein, die hat mich ja gleich. Nein, die eine. Die ist direkt neben dir. Aber ich glaube, macht die jetzt einen Generator, die läuft außen rum. Bleibt aber bei dir in der Nähe. Komm in den Keller, das ist total bescheuert. Nee, die geht zum Generator. Ja, die nutzt es aus. Und hat ihn explodieren lassen. Gamehack.com hört sich aber nicht gut an. Ist voll reingelaufen. Was ist mit dem anderen, der einen Fluch beinhaltet? Ja, ich denke, das ist ein Fluch. Ich weiß es nicht. Ja, sie ist getroffen. Der andere ist am Generator. Ja, ich denke mal, dass der irgendwie verflucht ist, ja. Aber wir sind beide am Generator. Also die interessiert es beide nicht, dass wir gewinnen. Die interessiert es nur, dass die rauskommen, so wie es aussieht. Nee, die eine hängt auf. Die hat er. Die hängt auch hier. Ja. Aber die wollte einen Generator machen, als du geopfert wurdest gerade. Und er ist jetzt hier auch einen Generator am machen. Er braucht ja eigentlich gar keinen mehr, wenn ihr beide gleich tot seid. Aber er ist nicht so generatorfreundlich. Aber der hat unheimlich viele lila Pirs schon. Ah, sie ist jetzt bei ihm in der Nähe.
Normalerweise müsste sie ihn ja mal gesehen haben. Ich bin gleich tot. Der macht nur Fails. Der hat doch gesehen, dass sie direkt bei ihm stand. Ja, jetzt rennt er weg. Ah, genau, ein Killer in die Arme. Oh, oh. Palette. Ne, er hat euch beide geopfert. Damit er ja alle Generatoren machen kann, keine Ahnung. Ja, er braucht ja nur noch einen. Oder die Klappe geht jetzt auch. Ich bin jetzt gleich tot. Ne, er braucht ja keinen mehr. Die Klappe geht ist jetzt auch. Ja, wenn Moment. Ich tot bin, geht's auch. Jetzt ist die Klappe auch. Ja, aber es sind schon 4 Generatoren gemacht worden. Das spielt keine Rolle, aber die Klappe war noch nicht. Weil ich noch da war. Oder die geht doch nicht nur beim beim letzten. Beim letzten, doch, beim letzten. Ja, den hat's aber auch. Oder? Ne, die ist da oben. Ja, aber die sieht normalerweise seine Blutspuren. Ja, die kommen auch direkt drüber. Jetzt hat sie ihn gesehen, glaube ich. Ne? Ja. Das war's, glaube ich. Also der hätte das Tor, die Tür offen. Also die, nicht die Tür, sondern die... Oh, das ist das... Ah, ist doch... Ach, ich hätte gedacht, der hat sich versteckt. Nee. Also wie ein kompletter Anfänger hat er jetzt nicht gespielt. Ja, nee, kompletter Anfänger nicht. Ja, weil eigentlich versteckt sich ja nur ein Anfänger da im Schrank drin. Was war denn Apple? Was macht ihr jetzt? Hallo? Ich glaube, jetzt wartet sie. Ey, das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Ist das wieder einer von diesen blöden Killern, die bis zum Ende zur Falltür lassen, oder was? Mal gucken, ob der den hinhängt, oder? Ja, hängt er auf. Ja, doch, okay. Warum hat die so geguckt? Steht da hinten mit dem Hackebeilchen? Eieiei. Ja. Ja, das nenne ich jetzt mal eine schnelle Runde. Ich war ja auch ganz doof, dass ich mich jetzt geopfert habe, wo ich sowieso schon gehangen habe. Wie meinst du das? Wieso? Ja, ich habe ja eben gesagt, ich opfer mich, weil ich den Killer dann weglocken wollte. Weil die eine ja noch nicht verletzt war. War aber eigentlich dumm, weil wäre der jetzt auf sie losgegangen, ja, hätte ich kein Problem vielleicht mehr gehabt in dem Moment und hätte vielleicht noch was machen können. Aber, naja. Naja. Erst überlebendes Spiel des Tages. Yay, ich habe einen Bonus bekommen. Ja, wieso bin ich mit ihr auf 19, nicht auf 20? Ach, dann gilt das für alle? Weil mit ihr habe ich jetzt das erste Mal gespielt. Hm.